Herzlich willkommen, Leute. Heute eine ganz kurze Folge. Ich bin gerade aktuell in der Istanbuler Turkish Airlines Lounge für Inlandsflüge. Wir sind jetzt von Berlin aus hierher geflogen, fliegen nach Izmir weiter. Und wenn ihr Business Class bucht, könnt ihr in diese Lounge rein. Wir haben die Inlandsflüge Business Class gekauft, weil die deutlich günstiger als internationale Business Class Flüge sind. Dann habt ihr halt die Vorzüge hier, diese Lounge zu nutzen und dann natürlich im Flugzeug habt ihr dann noch einen Sitz im Business Class. Ich zeige euch mal die Lounge hier im Istanbuler neuen Flughafen. Das hier ist der Bereich für Kinder. Ist jetzt nicht so riesengroß, aber geht schon klar. Hier gibt es dann noch einen für Mütter, für Stillende, um zu stillen. Cool, es gibt sogar Windeln hier und auch so ein Babyöl und ein kleines Waschbecken. Hier noch ein Fernseher. Also wenn ihr von außen kommt, dann ist es hier. Hier kommt ihr durch. In die Richtung, da ist es. Da ist der Eingang, einfach geradeaus. Wenn ihr in die Lounge kommt, auf der rechten Seite findet ihr die Toiletten und auch noch so ein Prayer Room, Masjid. Die Toiletten sind super sauber, sieht sehr schön aus. Zeige ich euch mal ganz kurz. Und hier ist der Gebetsraum. Hier kann man die Gebetswaschung machen vor dem Gebet. Und da hinten auch für Frauen, also das wäre jetzt für Männer und für Frauen gibt es auch noch was. So. Wieder im Hauptbereich habt ihr direkt Monitore zu euren Flügen, die Informationen. Und hier direkt türkischen Tee. Es gibt so mehrere Stationen hier, wo ihr dann Tee, Kaffee und verschiedene Sachen findet. Werde ich euch jetzt gleich zeigen. Hier gibt es zum Beispiel so einen Meetingraum, was ihr auch sehr gut nutzen könnt. Mit einem Fernseher. Und dann noch den zweiten Raum hier. Wenn ihr die Räume braucht, könnt ihr sie einfach nutzen. Wie gesagt, hier sehr viel Platz. Hier habt ihr Suppen. Zwei verschiedene Sorten und dann noch hier Börek, Suböre, vielleicht kennen die einen oder anderen, hier Brot, Simit, dann noch so eine Spezialität aus Trabzon, also spezielle Butter aus Trabzon. So, da hinten Kaffee. Hier habt ihr noch so ein Workspace. Drei iMacs, wo ihr arbeiten könnt. Finde ich auch ganz gut. Könnt ihr jederzeit nutzen. Natürlich alles inklusive, wenn ihr einen Businessflug habt. Und hier könnt ihr Internet holen mit eurem Business Class Ticket. Beziehungsweise auch wenn ihr jetzt einfach ein normales Ticket habt, funktioniert das, glaube ich. Ich habe es mal so auch gemacht. Ich hatte mal nur ein Economy Ticket, bin trotzdem hier in der Lounge gewesen. Und dann hat es auch geklappt. Hier sind mehrere Fernseher zu sehen und oben wieder Monitore, Informationen zu euren Flügen. Das ist auch eine Ecke. Es ist gerade ziemlich leer. Normalerweise ist das schon ein bisschen voller, aber unser Flug ist ein bisschen spät. Die Auswahl im Buffet könnte ruhig größer sein. Allerdings muss man das Ganze hier im Domestic Lounge Auge betrachten. Dann schneidet diese Lounge schon ziemlich gut ab. Der Kaffee hier schmeckt mir übrigens auch. Die große Frage, wie kommt man hier rein? Bei Flügen innerhalb der Türkei alle Passagiere, die ein Business Class Ticket haben oder ein Economy Ticket mit mindestens einem Silberstatus Membership bei Miles & Smiles, dem Partnerprogramm von TK. Mit Goldstatus könnt ihr sogar eure Familie oder einen Gast mit in die Lounge reinnehmen. Ihr könnt aber auch mit einem Economy-Ticket hier ankommen und ihr müsst ca. 10 Euro für den Eintritt zahlen. Insgesamt bekommt die Lounge von mir 7,1 von 10 Punkten. Genau, und hier in der Mitte habt ihr auch noch hier so Simit-Sandwich, bisschen Salat, Weißkäse, es ändert sich auch ein bisschen. Das Sortiment ändert sich auch manchmal, also es ist nicht immer das gleiche, aber es ähnelt sehr. Also es ist jetzt kein großartiger Unterschied, nur zwei, drei Gerichte sind anders.
Und hier wieder ziemlich viel Space. Und hier geht es zu den Flügen. Also wenn ihr geradeaus geht, geht es hier zu den Flügen. Noch ein kleiner Bonus, wenn ihr im Inland mit der Business Class fliegt, bekommt ihr bei Turkish Airlines mega leckeres Essen, das ihr bei anderen Fluggesellschaften nicht mal bei internationalen Flügen bekommt. Das Essen in der Business Class Inlandsflüge bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Mein nächster Lounge-Check wird die Domestic Lounge in Izmir sein. Ihr könnt auch meine älteren Lounge-Checks euch ansehen. Bleibt dran, falls ihr auch in Zukunft mehrere Flughafen-Lounges weltweit sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal, euer Attila Barbarossa.